Heute möchten wir euch das Summit SCT845 Messgerät vorstellen. Es handelt sich um ein Messgerät für DVB-S und S2, also für SAT inklusive HDTV, für T2 für terrestrisch und für DVB-C für Kabel. Als erstes möchten wir euch dazu die DVB-S-Suche, also die SAT-Suche, erklären. Dazu muss die SAT-Anlage bzw. das LMB am linken Anschluss des Messgerätes angeschlossen werden. Der rechte Anschluss ist nur für Messungen auf DVB-T und DVB-C geeignet. Wir schalten dann das Messgerät ein und wechseln direkt ins Menü. Dort sehen wir dann gleich als ersten Punkt links oben DVB S2. Hier kann die Satzsuche durchgeführt werden bzw. ein neuer Satzspiegel eingestellt werden. Als erstes werden hier alle Einstellungsmöglichkeiten angezeigt, die man durchführen kann. Der oberste Punkt, der Satellit, muss wahrscheinlich meistens auf Astra 19,2 bleiben, da auf Astra 19.2 die meisten deutschen Sender vorhanden sind. Es kann aber mit den Pfeiltasten links und rechts die Liste aufgerufen werden und es kann ein beliebiger hinterlegter Satellit hier ausgewählt werden. Punkt 2 ist der Typ des LMBs. Standardmäßig ist hier KU-Band auszuwählen. Es gibt auch noch Wideband-LMBs, Unicable-LMBs, DCSS entspricht Unicable 2 LMBs und C-Band LMBs. Wir bleiben hier beim Standard KU-Band. Die LMB-Frequenz ist so zu belassen auf 9750 bzw. 10600. Hier kann nun der gewünschte Transponder für die Suche ausgewählt werden. Mit den Pfeiltasten links rechts wird das Übersichtsmenü aufgerufen und hier können Sie dann den gewünschten Transponder für die Suche aus der Liste wählen. Mit den Pfeiltasten wird die Liste geöffnet. Wir suchen jetzt den Transponder für das erste HD. Das wäre die Frequenz 11494 horizontal. Hier sehen Sie die Frequenz, hier wird die Symbolrate angezeigt und hier die Polarisierung. Sie können entweder hier, wie schon gezeigt, aus dieser Liste den Transponder auswählen oder aber hier auch direkt manuell eine Frequenz-Symbolrate eingeben über die 10er-Tastatur und auch die Polarisierung manuell wieder verändern. Die 22 kHz sind immer auf automatisch eingestellt. Hier muss nichts verändert werden. Der Dissect-Modus kann auf Ausbleiben, wenn Sie nur einen Satelliten nutzen. Bei Anlagen mit mehreren Satelliten muss hier der Dissect-Modus 1.0 bzw. 1.1 eingestellt werden und auf der nächsten Seite dann bei Dissect 1.0 bzw. 1.1 die jeweilige Dissect-Position des Satelliten ausgewählt werden. Wichtig, ganz wichtig ist, dass bei LMB-Strom auf 1 steht, wird nämlich kein LMB-Strom ausgegeben, kann nichts gemessen werden. Der Piepton ist der Signalton, der bei der Suche ausgegeben wird. Ich habe den jetzt hier auf ausgestellt, weil es im Video sonst einfach zu laut wird. So, ich gehe jetzt nochmal hier kurz nach oben zur Frequenz. Es gibt noch eine Besonderheit bei der Frequenz zu beachten. Wenn Sie an der Antennendose messen, wo Sie bereits ein normales Satzsignal anliegen haben, müssen Sie hier nichts machen. Wenn Sie direkt am LMB messen und es sich nicht um ein Single, Twin oder Quad handelt, sondern um ein Quattro LMB, das erst auf einen Multischalter geführt wird, müssen Sie beachten, dass Sie am richtigen Anschluss des Quattro LMBs anschließen,
da hier an den vier Anschlüssen jeweils nur ein Teil der Programme jeweils ausgegeben wird. Die vier Anschlüsse an einem Quattro LNB sind mit HH, also mit Horizontal High, HL, Horizontal Low, VH, Vertical High und VL, Vertical Low bezeichnet. Je nach ausgewählten Transponder müssen Sie am jeweiligen Anschluss anschließen. Unterschieden wird erstens durch die Polarisierung, je nachdem Horizontal H, Vertical V. Die Low- oder High-Ebene wird durch die Frequenz unterschieden. Frequenzen zwischen 10.700 und 11.700 befinden sich im Low-Bereich. Also diese Frequenz hier, 11.494, ist im Low-Bereich. Alles über 11.700 befindet sich im High-Bereich. Wir müssten also hier am Anschluss horizontal Low anschließen, damit wir mit dieser Einstellung an einem Quattro LNB messen können. Wie schon gesagt, an Single, Twin oder Quad LNBs oder Anschlüssen nach dem Multischalter ist hier nichts zu beachten bei der Messung. Wenn dann alles soweit eingestellt ist, drücken wir die Taste OK. Die Einstellungen werden gespeichert und die Messung startet dann. Wir sehen jetzt hier, der obere Balken zeigt die Signalstärke, der untere Balken zeigt die Signalqualität. Darüber werden dann auch die absoluten Werte direkt angezeigt. Wenn Sie jetzt einen Satzspiegel neu einmessen, ist es wichtig, dass Sie das Ganze auf den maximalen Signalpegel einstellen, der möglich ist. Je nach Spiegelgröße kann das niedriger oder auch höher ausfallen als hier gezeigt. In unserem Beispiel hier haben wir jetzt eine Signalstärke von 76 dB Mikrovolt. Nur zur Information, also ein Minimum sollte von 50 dB Mikrovolt erreicht werden. Maximum sind wir fast schon ein bisschen drüber, liegt so bei 75 dB Mikrovolt. Es gibt manche Sattgeräte, die empfindlich darauf reagieren, wenn der Pegel zu hoch wird. Dann muss man möglicherweise den Pegel sogar noch ein bisschen abdämpfen. Aber lieber ist der Pegel zu hoch als zu niedrig. Dämpfen ist immer möglich, erhöhen ist teilweise dann eher schwieriger. Der Qualitätsbalken, der grüne Balken unterhalb, zeigt die Signalqualität. Hier angegeben mit 14,6 bzw. 14,7 dB. Optimal sind Bereiche oberhalb 14 dB. Ein Minimum, was erreicht werden sollte, sind 11 dB. Darunter gibt es wahrscheinlich Probleme in der Bildanzeige. Dann wird auch noch das Signal-Rausch-Verhältnis angezeigt, wird hier mit C-N angegeben. Sollte ein Minimum von 7 dB erreichen und ist optimal, wenn es größer ist als 10. Also in unserem Fall auch optimal. Genauso die Bitfehlerrate, die BER. Ein Minimum ist einmal 10 hoch 7, besser ist einmal 10 hoch 8 oder noch kleiner. Hier ist es dann auch möglich, eine Suche zu starten, entweder auf dem jeweiligen Transponder oder über den kompletten Satelliten. Genauso kann in eine größere Anzeige der Messwerte umgeschaltet werden, mit der gelben Taste, wo SAT drauf vermerkt ist. Dann werden die Werte nochmal größer angezeigt. Mit der Taste Menü kann das wieder verlassen werden und es wechselt dann wieder zurück zu dieser Ansicht. Mit der roten Taste wird die Suche gestartet. Jetzt wird der gewählte Transponder durchsucht. Wie Sie sehen, es wurden vier Programme gefunden. Hier könnten Sie dann die Sender auch in der internen Liste abspeichern. Wir brechen jetzt die Speicherung ab, da auf den Geräten schon eine Senderliste vorinstalliert ist. Licht ist sehr schön, auch wenn es sehr grell ist, die müssen ein bisschen leiden hier. Nach der Suche springt er dann automatisch in den TV-Modus. Hier können Sie mit OK die vorinstallierte Senderliste aufrufen. Wir schalten jetzt erstmal auf den Ton stumm mit der Mute-Taste.
So, hier haben Sie die voreingespeicherte Senderliste. Wo Sie problemlos dann mit die Programme wechseln können und das Gerät auch einfach als transportablen TV-Bildschirm nutzen können. Als nächstes möchte ich Ihnen noch kurz die Loop-Suche zeigen. Hier können Sie auch in der ersten Zeile den Satellit auswählen, in diesem Fall auch wieder Astra. Und haben dann die Möglichkeit, hier 8 verschiedene Transponder auszuwählen, die gleichzeitig bzw. nacheinander abgescannt werden und die Werte angezeigt werden. Diese Loop-Suche ist ebenfalls auch für DVB-T und DVB-C möglich. Hier werden dann die einzelnen Transponder gescannt und jeweils auch Signalstärke und Qualität angezeigt. Diese Ansicht ist optimal, wenn in bestehenden Anlagen Fehler gesucht werden müssen, wo bestimmte Bereiche, Frequenzbereiche oder Ebenen der Anlage nicht richtig oder gar nicht funktionieren. Zum Schluss gehen wir noch kurz zu den Einstellungen. Unter Sonstiges finden Sie einen Kanalmanager. Hier haben Sie die Möglichkeit, die vorhandene Senderliste zu bearbeiten. Es können Sender gesperrt, gelöscht oder auch verschoben werden. Unter Satellitenliste wird Ihnen eine Liste aller Satelliten angezeigt. Hier ist es ebenso möglich, Satelliten zu bearbeiten, zu löschen oder auch komplett neue Satelliten anzulegen. Genauso verhält es sich auch bei der Transponderliste des jeweiligen Satelliten. Hier können Sie den Satelliten, den Sie wünschen, auswählen und dann die Transponderliste des jeweiligen Satelliten bearbeiten. Hier kann auch ein neuer Transponder hinzugefügt werden, ein bestehender bearbeitet oder nicht mehr benötigte oder falsche Transponder gelöscht werden. Unter Systemeinstellungen haben Sie dann auch noch die Möglichkeit, die Ländereinstellungen und Bildeinstellungen durchzuführen. Systemschloss ist eigentlich die Kindersicherung. Hier hat sich irgendein Fehler in der Übersetzung eingeschlichen. PWR-Einheit, hier können Sie den Wert der angezeigten Signalstärke auswählen. Die Tastaturbeleuchtung kann ein- oder ausgeschaltet werden, genauso Tastenton und Lautsprecher. Und 12 Volt aktiviert oder deaktiviert die 12 Volt Versorgung für externe Kameras. Diese 12 Volt Versorgung ist teilweise notwendig, wenn Sie Kameras einmessen möchten und dort vor Ort keine Spannungsversorgung vorhanden ist. Der Punkt Aktualisieren ermöglicht es, wenn ein USB-Stick mit entsprechender Software angeschlossen ist, die Software des Gerätes zu aktualisieren. Unter Werkseinstellung kann das Gerät auf die grundsätzliche Werkseinstellung zurückgestellt werden. Hier wird dann auch die werkseitige Astra-Senderliste wiederhergestellt. Unter Version wird die aktuelle Hardware- und Softwareversion angezeigt. Hier aktuell die Softwareversion 3.2 sehen Sie in der zweiten Zeile ganz rechts. Mit Kanalliste speichern kann eine Kanalliste an einem angeschlossenen USB-Stick gespeichert werden. Kanalliste laden ist genau andersrum. Hier können Sie eine Liste, die auf einem Stick gespeichert ist, wieder auf dem Messgerät herstellen. Hier ist nur darauf zu achten, dass die gespeicherte Liste mit der gleichen Softwareversion erstellt wurde, wie auch die Softwareversion des Messgerätes, auf der es wiederhergestellt wird.